Beschäftigst du dich eigentlich noch mit den QR-Codes von White 6? Nope. Tatsächlich gar nicht mehr. Ich wünsche dir von ganzem Herzen die beste Weekend League Quali der Welt. Slivo, ich sagte, ich spare mir das für heute Abend Smackdown, Alter. Bringt ja nichts, wenn ich es nicht gesehen habe. Kameradenschweiß. Ach, er wieder, weißt du? Fix uns an mit irgendeiner Kacke. Ich hätte das nicht geguckt gestern, ne? Hättest du nicht gesagt, ey, so hast du Bock, die beiden Folgen. Ich hätte das nicht geguckt. Und dann nach zwei Folgen mit so einem Cliffhanger aufhören, wo man wissen will, was Hulk Hogan gesagt hat, uns da so stehen zu lassen, das ging nicht. Und Panda und mir war sehr, sehr langweilig. Da René auch am Pennen war. Und dann haben wir gesagt, ey, lass gucken. Ich will wissen, was da abgeht. Ich kann nicht warten. Und ich bin dir ehrlich, bereut haben wir das nicht. Ich habe heute noch Halsschmerzen vom Lachen, sag ich dir ehrlich. Und wir freuen uns einfach darauf, wenn du die dritte Folge guckst. Weil da wollen wir dabei sein. Alter, ich saß hier gestern für mich allein und hab mir einfach eingepisst, ne? Also Bret the Hitman Hart, ich sag euch ehrlich, ne? Das ist ein Typ. Ich weiß nicht. Um welche Doku geht? Vince McMahon auf Netflix. Ich sage auch jetzt schon mal, es ist mit Abstand die beste Doku, die jemals von einem WWE-Produkt gedroppt wurde. Und ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Letzte Folge haben wir uns... War auch zu spät. Letzte Folge haben wir nicht gesehen. Wir haben 5 Folgen von 6 gesehen. Und ich sage jetzt schon, es ist mit Abstand die beste WWE-Doku ever. Und es ist nicht mal zwingend nur eine WWE, es ist ja eine Vince-Doku. Da sind ja noch andere Dinger mit drin. Aber wie die das phasenweise hinten raus schneiden, das ist einfach gottlos, ne? Gucken wir die letzte wenigstens zusammen oder auch keinen Bock. Wenn du ein gutes Tempo hast, können wir die auf jeden Fall safe zusammen gucken. Deswegen pushe ich gerade, dass du weiterguckst. Also ich habe heute nicht... Meine Wissensgier ist gerade befriedigt. Also ich kann warten jetzt. Auf die letzte Folge kann ich warten. Aber ich will unbedingt... Ich will unbedingt die Dings sehen. Die Uhrzeit stimmt nicht. Ne, ist richtig. Ich weiß aber auch nicht, warum da Uhrzeiten eingeblendet werden. 3.30 Uhr, Chat. Wir streamen um Mitternacht. Ist gut für YouTube. Wisst ihr? Dann denken die, boah, wann streamt der denn? Eine Folge circa Stunde so um den Dreh. Gegen oder für Vince? Weder noch. Vielleicht tun die Protagonisten auch alles selber dafür. Aber die Doku ist stark. Also ich würde von mir behaupten, ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Sehr, sehr viel Background-Informationen, Monday Night Raws und sowas. Aber selbst da kriegst du noch ein bisschen andere Informationen. Gerade in Bezug auf Vince und Bischoff. Nochmal detaillierter, wie es was abgelaufen. Hulk Hogan ist die absolute Oberhärte, wirklich. Also Hulk Hogan ist für mich Sinnbild Social Media, wirklich. Maximal. Also sehr stark. Wir waren sehr, sehr unterhalten. Und die dritte Folge, die hat uns schachmatt gesetzt. Wir konnten nicht reden mehr. Wirklich. Panda hat sich auf der anderen Leitung bepisst und ich saß hier und konnte überhaupt nicht mehr, ne? Weil da ein Protagonist in der Runde ist, der... Boah, der droppt ein paar Aussagen, wo du hier sitzt und dir denkst... Junge, was laberst du denn da? Es ist so gut. Macht's auch Sinn, wenn... Ja, ja, natürlich, Hannes. Es geht um die ganze Karriere, um die ganzen Skandale. Es geht um den Wandel der WWE. Es geht um den Umgang mit den Mitstreitern. Es geht um den Umgang im Lockerroom. Es geht um die verschiedenen Epochen, nenne ich es jetzt mal, des Wrestlings. Du kriegst sehr, sehr detaillierte Informationen über einige Wrestler. Wie die so ticken, wie deren Herangehensweisen sind, so und so. Sehr interessant gewesen. Aber auch gut gemacht. Owen Hart wird auch thematisiert und da sage ich, das war das Härteste. Owen Hart wird auch thematisiert und das war das Härteste, weil du Bildmaterial siehst, was du vorher nicht gesehen hast. Also ich kannte die Bilder nicht und ich war hier und dachte mir, wow, Bruder, das ist hart. Also das Bild zu zeigen ist schon puh. Und ich spreche hier so ein bisschen in Dings, ne? Für die es noch nicht gesehen haben, so nur so ein bisschen ankitzeln, ne? Auch im Chat darauf achten, nicht so spoilern und so. So ein bisschen in Rätseln könnt ihr reden, dass die checken, die gesehen haben, so. Aber kann ich nur jedem empfehlen. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht, die Doku. Weil ich erst gedacht habe, das wird so eine Selbstbeweihräucherung. Aber ist es absolut gar nicht. Es ist auch keine Vollshoot gegen Vince. Da werden einfach nur Fakten gedroppt, die ganze Zeit. Mit dem Widerspruch, da haben wir gelacht hier, Alter. Boah, haben wir gelacht. Wo Vince erzählt und die Bilder einblenden, meinst du, ne? Boah, haben wir hier gelacht, Alter. Da waren wir aber auch schon voll drin, ne? Ihr müsst euch vorstellen, da sind Wrestler oder so, die treffen Aussagen und Panda und ich... Panda und ich hier reden so quasi noch für den mit, so, weißt du?
Ja, und dann habe ich noch gebrannt, ey. Dann hat er mit Feuer gespuckt und dann bin ich noch ausgewichen. Boah, ich konnte nicht mehr hier gestern, ey, wirklich. Und du lernst sehr, sehr viel über Vince kennen, finde ich. Du kannst ihn nach 6 Folgen immer noch nicht so richtig deuten, aber wenn du ein bisschen in der Birne hast, schon. Also da siehst du, was der für ein Mensch ist. Aber auch was damals so krass, also so damals so Steroidenthema, so übelst hochgepusht und andere Sachen überhaupt nicht, wo ich mir denke, was juckt mich da, ob die Steroide nehmen, Alter. Kann mir doch am Arsch vorbeigehen eigentlich. Aber damals ein Riesenthema, ne? Also einer hat es gerade reingeschrieben, es ist die ehrlichste WWE-Doku und ich würde da fast mitgehen. Bisher, nach 5 Folgen würde ich da mitgehen. Und aus meiner Sicht haben wir einen Wrestler in der Runde, der sich ein bisschen selbst exposed. Durch manche Aussagen. 6 Folgen sind es. Circa eine Stunde so. 50, 55 Minuten. Aber fühlt sich schnelllebig an. Ist nichts Krampfiges oder so. Alles echt interessant. Fand er jetzt aber nichts so Überraschendes Neues. Mit Hogan war er irgendwo bekannt. Denke, du meinst, ich meine nicht Hogan, nein. An die, die es gesehen haben, ich meine jemanden, wo du gemerkt hast, dass sein Ego größer ist als das Business. Und auch damals größer war, weil er sich als der Auserwählte gesehen hat. Aber ich fand, da waren super viele Sachen bei, nochmal intern und keine Ahnung, was du nicht wusstest. Auch nochmal ein komplett anderes Licht auf die Sache geworfen hat und so. Die Doku ist deutsch, tatsächlich, David. Die Doku ist mit deutscher Synchro. Paul Heyman hat eine absolut bescheuerte Stimme gekriegt. Rock hat seine deutsche Stimme, also die deutsche Synchro-Stimme. John Cena hat die Stimme von Deadpool. Also es ist alles nachsynchronisiert. Alle 6 Folgen sind raus, ja. Ihr könnt das rein theoretisch einfach durchballern, ja. Ja, aber Timothy, wie gesagt, du lernst Vince da ganz gut kennen. Und auch die Sache, die Vince über sich selber sagt und die anderen befragen. Das ist eigentlich schon, ne? Die ersten 10 sind schon geil. Ab Folge 3 kommt richtig Pfeffer rein. Ich kann mir schon vorstellen, was da noch alles abging. Alleine was da rauskommt, was da erzählt wird. Und du weißt, es ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Nächste Woche 6 Stunden Zugfahrt, da wird diese... Das ist gut, guter Content dafür. Taker durch die Doku bei mir im Ansehen auch gesunken. Da kann ich tatsächlich nach 5 Folgen gar nichts sagen. Da finde ich eine andere Thematik eher schwieriger. Also das heißt schwieriger, aber einfach... Ja, der ist bei mir halt noch mehr in die... Alle sind so böse und... Ey, ich habe auf jeden Fall nie Fehler gemacht und... Ich war immer der Auserwählte und... Eine Thematik schlimmer, finde ich. So, bei Hogan habe ich eigentlich genau das gekriegt, was ich da bekommen habe. Oder was ich erwartet habe. Genauso habe ich Hogan eingeschätzt. Wir haben die auf Deutsch geguckt. Wenn sich dann anbietet, ist entspannter. Dann verstehst du halt alles perfekt so. Wer da sehr gut wirkte und auch selbstkritisch war, HBK. Ja, aber ist bei Michaels halt der Lebenswandel, ne? Mit seiner Kirche da und alles. Michaels ist ja nicht mehr der Michaels, der damals mal war. Ich war auf Taker nie böse, ne? Weil Shawn das ja so wollte. Warum soll ich da böse sein? Guck englische und deutsche Untertitel. Ja, geht auch, aber so höre ich, weißt du, ich kann mich dann voll auf die Bilder konzentrieren. Wenn ich ein Wort nicht verstanden habe, gucke ich nach unten, dann ist schon wieder was anderes, dann oben schon wieder andere Bilder, so, weißt du. Wenn Deutschdings da ist, dann nehme ich das dankend an. Hätte es aber auch kein Problem damit gehabt, wenn die auf Englisch gewesen wäre. Fand Brett sehr unsympathisch. Ich fand Brett nicht unsympathisch, ne. Ich fand Brett einfach... Keine Ahnung, so, ich weiß nicht, was ich nach der Doku über Brett sagen soll. Ich muss, am Brett muss ich danke sagen, dass ich den größten Lachflash der letzten Monate hatte. Verstehe es halt nur, wieso man sich so als unschuldig hinstellen kann und die anderen weiterhin als böse. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich bin Brett dankbar in der Doku, dass ich, wie gesagt, meinen größten Lachflash erwarte, Alter. Die letzten Monate jetzt. Geht aber nicht darum, Yellowbed, tatsächlich. Haben wir auch gedacht. Du meinst die Folge, die Screwjob heißt, ne? Ist die dritte Folge auch. Geht aber nicht nur um den Screwjob tatsächlich. Weil da noch was anderes passiert. Davon wusste ich gar nichts. Hatte härtere Infos erwartet, da Vince die auch aufkommen. Ja, was glaubst du, was da passieren wird? Dass du erfährst, hat der einen umgebracht hat oder was? Da waren schon deftige Dinger bei, fand ich. Ich finde, das war so genau der richtige Mix so in der Doku. Kia Netflix einfach. Müsste, glaube ich, auch direkt auf der Startseite sein, glaube ich. Die ist ja erst seit 2 Tagen raus oder so. Normalerweise wird die ja immer direkt vorne angezeigt. Ist die Doku auch was für Leute, die kein WWE gucken? Nee, eigentlich nicht. Also wenn du Wrestling interessiert bist, damals geguckt hast, dann ja.
Aber wenn du gar nichts mit Wrestling zu tun hast und auch kein Interesse dafür hast, eigentlich nicht, ne? So, der WWE-Doku würdest du gerne noch sehen? Boah, ich habe eigentlich gar nichts, so keine Ahnung. So, ich habe nichts, was ich gerne so... Das war jetzt so ein Rundum-Dingen, was halt interessant war. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade auf Anhieb nicht, weil wird ja alles bearbeitet. WWF wird bearbeitet, wie alles angefangen hat, wird bearbeitet. Attitude Era wird bearbeitet. Ruthless, kann ich nicht aussprechen. Aggression da, die Cena-Ära wird beackert. Ich habe 5 Folgen gesehen und bisher die beste WWE-Doku, finde ich. Einer hat es gerade reingeschrieben, die ehrlichste. Letzte Folge habe ich noch nicht gesehen. Ist man schlau, wenn man sich die Doku anguckt? Ich finde schon, ja. Kriegst eine andere Sicht auf Wrestler und was weiß ich nicht was. Also wie gesagt, bei Hogan habe ich genau das erwartet, was ich bekommen habe. Und bei Brad bestätigt sich für mich alles, was schon damals bei mir so, was ich mir gedacht habe. Weiß nicht, was ich von Vince halten soll zwischen Genie und ekliger Mensch. Ich kann dir ganz einfach sagen, Geschäftsmann. Klassischer Geschäftsmann. Emotionen rauslassen, solange das Geld stimmt.